Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Community, zu einer weiteren Folge Stationeers hier mit dem Chrissy auf Vulkan. Und wir wären fast verstorben, weil wir unsere Energieversorgung nicht im Griff haben hier. Wir haben uns jetzt mal schnell angekoppelt an die Energieversorgung von unserer Filtration, damit wir überhaupt irgendwie hier mal was hinkriegen. Wir gucken jetzt mal, wie das mit der Temperatur aussieht. 300 Grad. Das heißt, die Temperatur wird jetzt natürlich steigen, ist ja klar, weil wir jetzt hier Wärme abgeben. Aber 28 Grad sieht gar nicht so schlecht aus. Also die Flensken haben das eigentlich ganz gut weggesteckt hier, den Stromausfall. Wir haben auch 146 Mol CO2 noch drin. Das heißt, das ist alles noch soweit da. Okay, also wir haben ein Stromproblem. Haben wir aber auch tatsächlich. Klar, da kommen jetzt 7,5 kW rein, aber die kommen ja gerade von der anderen Seite rein. Ja? Also, das ist ja nicht das, was wir wirklich generieren, sondern das ist das, was jetzt gerade geladen wird. Ja, vom anderen System, von der anderen Seite. Dürfen wir jetzt rausgehen? Wie viel Grad haben wir? Ah, da gehen wir noch nicht raus. Machen wir dann in der nächsten Nacht. Okay, wir brauchen Solarzellen. Und zwar mit Automation und Einbau für dieses System hier. Damit wir hier nicht sterben, brauchen wir Kupfer. Kupfer, Kupfer, Kupfer. Kupfer hatten wir ohne Ende hier im Schrank. Das können wir dann auch noch schnell schmelzen. Und wir gehen ja dann sowieso nochmal los und besorgen nochmal Kupfer. Also ist das jetzt nicht so schlimm. Haben wir hier noch Kupfer drin? Nein, hier haben wir kein Kupfer drin. Okay, dann machen wir dazu. Haben wir hier noch Kupfer drin? Nein, haben wir nicht. Okay, alles klar. Dann hier bitte einmal Kupfer rein. Und hier noch ein zweites Mal Kupfer rein. Und jetzt hat der Chrissy wieder den Hahn hier so gelassen. Mann, ey. Ist okay. Und keine Hektik, keine Hektik. Ist alles gut, ist alles gut. So. Die Prozessen, das ist gut. Wir müssen noch alle Prozessen, sonst können wir keinen Kupfer machen. Und jetzt nehmen wir uns mal ein bisschen heiße Luft von draußen dazu. Ja, und grün, alles klar. Dann können wir den wieder leer machen. Da haben wir unseren Kupfer. So, wie viel können wir bauen? Naja, ein paar können wir bauen. Ah, wir können gleich noch ein bisschen Gold schmelzen. Gold, Gold, Gold. Weil Gold war auch alle. Müssen wir ja sowieso nochmal formen, den Scheiß. Gold. Gold. Und hier mal ein bisschen Gas rein. Oh Mann, ey. So. Und Gas rein. Nee, ich bin nicht hektisch. Ist alles gut. Und Gas wieder raus. Und Gold wieder rein. So. Was haben wir? 1, 2, 3. Ja, die können wir wieder. Doch, die können wir stacken, ja. Machen wir mal 4, 5 oder so. Ja, machen wir 5. 5 müssten gehen. Dann ist unser Körper sowieso alle. Ja. So, 5 Solarzellen. Dazu brauchen wir dann auch Glas. Wo haben wir die hingeschmissen, die Glasgeschichten? Ja, schon wieder vergessen. Walls brauchen wir auf jeden Fall noch. Um dann das Ganze vorm Wetter zu schützen. Heavy Cable haben wir noch. Das müsste gehen. Hier hat der Wasserhoshi hat gerade. Alter, der ist schon wieder leer. Wie geht das denn? Wo ist denn das ganze Wasser hin? Na gut. Okay, die nehmen wir wieder mit raus. Die füllen wir wieder mit auf. 16 Mol sind da noch drin. Das ist ja unglaublich. 60 Mol sind wir hier nur noch. Ist der hier schon leer? Der ist immer noch nicht leer. Das eine Mol haben sie sich noch nicht geholt. Die Hoshis. So, Filter sehen gut aus. Den können wir ausmachen. Der Ofen ist leer. Jetzt gucken wir mal. Ladeleistung immer noch 6 kW. Das wundert mich auch mal, warum wir nur 6 kW reinschießen. Weil normalerweise laden die Batterien untereinander mit 100 kW. Also fast nearly 100 kW. Deswegen wundert mich das ein bisschen, dass das jetzt nicht geht. Dass hier nur 6 kW reinkommen. Weil normalerweise ist das mehr. Aber keine Ahnung, ich habe das jetzt schnell zusammengezimmert da oben.
Das müssen wir uns gleich mal angucken. Das kann natürlich die Solarleistung sein, ja? Weil, wie ich das hier so sehe, 5,9, 5,8, obwohl, das kann nicht die Solarleistung sein. Also es wird aber weniger, aber es wird nicht so viel weniger, wenn Gargantua untergeht. Also, ah doch, es wird weniger. Das könnte die Solarleistung sein. Jetzt muss ich mal alles da oben kontrollieren. Ich habe schon wieder keine Ahnung, was ich hier mache. Ja, ist schon wieder nur alles schnell, schnell. Ja, weil, ja. Deswegen habe ich immer hier ein Dings in der Schleuse. Habt ihr mir immer erzählt, ja, hier so eine APC. Deswegen habe ich eine APC in der Schleuse, dann komme ich immer rein. Ja, ja, weiß ich, aber so ging es doch auch. Ich brauche keine Schleuse. Aber es kann nicht die reine Solarleistung sein, unserer großen Paneele kann es nicht sein, weil, jawohl, das könnte schon sein. Dann müssten wir jetzt irgendwann 0 haben, wenn Gargantua jetzt untergeht. Dann müssten wir ja 0 haben. Aber ich ziehe doch jetzt nicht noch 5 kW, während der da hinten da hinten noch steht. Das geht doch nicht, weil die Paneele stehen ja so lang. Das heißt, die nehmen sich ja gegenseitig das Licht weg. Aber es wird weniger. Also muss es, ist das die Ladeleistung auf dem Solarpanel? Die Gesamtleistung unseres Systems. 4 kW. Tatsächlich. Es wird weniger. Das ist ja unglaublich. 4 kW? Puh, haben wir natürlich ordentlich Rabatz hier. So, wir brauchen dann noch ein IC10 für die Solarsteuerung. Das machen wir dann noch. Und wir brauchen noch Rahmen, um die Fenster zuzubauen. Damit die hier nicht sterben. Ja, sieht doch gut aus. Das sieht echt gut aus. Klimaanlagen laufen. Die läuft schon bei 200 Grad an. Genau, das sieht gut aus. Ich will noch mal kurz gucken hier. Was wir jetzt hier haben. Ach, guck mal. 5,6 haben wir schon. Und hier drüben haben wir... was haben wir hier? 11 Megapascal schon. Und bei 10 Grad. Genau da, wo es hin soll. Ach, ist das schön. Ist das schön. Ist das schön. Oh, 37% nur noch. Eieiei. Der ist aber ordentlich kaputt schon. Aber wir haben ja noch welche. So, jetzt geht's hier los. Ich würde ja sagen, wir erweitern mal... Wir erweitern einfach da hinten... Ach, siehst du, das haben wir ja wieder nicht mitgenommen. Scheiße. Theoretisch könnten wir die auch hier hinstellen, die Solarzellen, weil sie sich ja eigentlich nur so drehen. Also eigentlich müsste das sogar gehen, wenn wir die hier hinstellen, aber es ist immer schwierig mit der Kabelei dann hier hinten in der Ecke. Oder wir erweitern das hier. Das ist ja auch eine Reihe, die könnten wir ja noch hier erweitern, theoretisch. Theoretisch könnten wir auch hier noch ein paar von den Iron Frames hier wegnehmen, aber dann müssen wir halt Iron Frames bauen, da habe ich ja keinen Bock drauf. Ich baue lieber Stahlframes. Wir könnten aber das hier zurückbauen, weil die brauchen wir ja eigentlich gar nicht mehr hier, weil wir ja festgestellt haben, dass wir unsere Furnace nicht hier hinbauen wollen. Aber eigentlich möchte ich meine Furnace hier haben. Ja, also Sauerstoff hätten wir ja hier schon, müssten wir hier nur den Wasserstoff herführen. Ich hätte die Furnace gern hier, weil dann brauche ich nur hier rausgehen und habe gleich die Furnace. Wobei das ist ja unser Proof-of-Concept-System. Unsere eigentliche Base wird sich ja noch woanders hin bewegen dann mechanisch. Also ist das alles noch nicht so... Es ist noch nicht so raus, wie wir das so bauen. Aber was brauchen wir? Wir haben 5 Dings, also brauchen wir 5. Jo, man sollte die Steel Frames auch in die Hand nehmen, sonst ist das doof. So, jetzt haben wir erstmal ein paar Steel Sheets. Jetzt klauen wir uns hier noch ein paar Frames. Wir haben gesagt, wir brauchen nur 5. Ja, wir nehmen noch ein paar mehr mit, falls wir noch irgendwas anderes bauen wollen. So, die können wir hier auch noch. So geil, wie die Flex so diese Geräusche macht. Das ist so lustig. So. So, 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 so. Also eigentlich wollten wir eine Furnace bauen, ja?
ist so geil. So, jetzt muss ich noch mal gucken. Also, wir haben hier den Sensor drin. Das heißt, das ist alles, was in die Anlage reingeht. Doch, das ist so. Das ist unsere komplette Leistung. Das ist richtig. Und mich wundert das ein bisschen, weil an dieser Leitung hängen ja auch die Batterien dran. Also eigentlich... Ach nee, guckt mal. Ja, ja, ja. Das ist ja gar nicht... Hier ist ja der Ausgang der Batterien. Ich habe die auf den Eingang draufgeklemmt. Aber das ist ja in Ordnung. Dann wird die halt von unseren Solaranlagen und Windkraftanlagen mitgeladen. Also, unsere Solaranlagen helfen mit, das zu laden. Das wollte ich damit sagen. So, also war das ja richtig, was wir hier da gesehen haben. Okay, gut. Machen wir so. So, jetzt müssen wir hier die 5 Solarzellen noch aufstellen. Da muss ich jetzt aber kurz überlegen. Ich glaube, Stromport war auf der Seite, ja? Ach, Mensch. Sonst funktioniert der Code nicht. Ja, Stromport noch da. Das passt ja mit der Ausrichtung, wie wir es hier haben. Stromport noch da. Stromport noch da. Hä? Stromport noch da. Stromport noch da. Stromport noch da. Okay. So, dann hier schnell mal ein paar... Ja, Power is low, genau. Wir brauchen hier unser Werkzeug. Hammer. Mann, was ist denn noch alles low hier, ey? Skill low oder was? Mann, Junge, komm, ey. So, jetzt müssen wir aber, auf der anderen Seite, machen wir dann das Ding hin. Wir generieren natürlich gar nichts, ist ja klar. So, die können ja schon mal mitgenerieren hier, während wir hier rumspielen. Können die ja schon mal ein bisschen Strom mitgenerieren, das heißt, wir werden die jetzt mal schon mal ein bisschen runterstellen. Ja, machen wir ein bisschen mehr. Machen wir 80. 80. Muss man noch aufpassen. Die können einen ganz schnell umbringen, die Jungs. Haben wir das jetzt richtig gemacht? 90 Grad und 80, genau. Können die nämlich jetzt schon mal Strom mit erzeugen, während wir hier noch rumgammeln und den Code bauen und die Verkabelung machen und alles. So, und jetzt brauchen wir... Ach so, ja, wartet mal, das funktioniert nicht. Ich muss ja von hier aus... wie machen wir jetzt die ganze Verkabelungsgeschichte? Ein KW macht die Windkraft hier. Ein KW macht die. Lächerlich. Lächerlich. Sehr schön. Okay, wie machen wir jetzt die Windkraftgeschichte? Wir könnt, Windkraft, wie machen wir jetzt die Verkabelung da hinten? Theoretisch wäre das ja geil, wenn die das hier mitsteuern, weil der Chip steuert das ja. Das heißt, wir müssen eigentlich nur mit dem Kabel hier dran und dann darüber. Es ist natürlich ein ordentliches Stück Kabel, was wir da brauchen. Ja, hier müssten wir springen, das wäre scheiße. Also ich will, dass der das mitsteuert hier, der Chip. Wir brauchen ja jetzt nicht 20 verschiedene Chips, die hier, die hier das Ding steuern. Das brauchen wir ja nicht, deswegen. Wir müssen also quasi von der Seite aus, von der Strippe hier, genau, von der Strippe müssen wir eine Strippe darüber ziehen. Das wird lustig. Wie machen wir das? Indem wir erstmal Kabel machen. Und dann sehen wir weiter.
Habe ich jetzt schon recycelt oder nicht? Hallo? Jetzt zeigen wir. Ich hoffe, dass mein Mikro jetzt soweit funktioniert hat, weil ich habe jetzt keine großen Ausschläge gesehen und war auch viel zu sehr beschäftigt damit zu bauen. Ich werde jetzt mal ein Stück Kaffee trinken. Ah, so, und jetzt gucken wir uns mal die Filter an, die sehen gut aus. Und jetzt bauen wir mal ein paar Heavies. Theoretisch müssten wir gar keine Heavies bauen. Theoretisch könnten wir auch normale nehmen. Weil dann würden wir auch das Gold sparen. Ach, Kupfer haben wir sowieso nicht mehr. Ehrlich. Jetzt müssen wir noch Kupfer farmen. Das wollten wir ja sowieso machen. Hier haben wir nichts mehr drin. Hier haben wir nichts mehr drin. Ich glaube, hier haben wir auch kein Kupfer mehr drin. Ah, 49G haben wir da noch. Also theoretisch könnten wir auch, ich überlege gerade, wir könnten theoretisch auch, also ich glaube ein Heavy-Kabel geht auch an ein kleines Kabel dran, aber das würde dann durchflacken, wenn da Alarme drauf wäre auf der Strippe, also wäre es besser, wenn wir Heavys bauen. Wir bauen jetzt einfach ein paar Heavys. Ich meine, das ist jetzt zwar Verschwendung, was wir hier gerade machen, aber egal. Wir brauchen da sowieso nachher eine Heavy-Leitung rüber, dann können wir die auch jetzt gleich nehmen, ja, das geht schon. So, 200 Watt haben wir hier tatsächlich, ja. Ist nicht so doll, ne? Aber gut, das wollen wir machen. Ist wie es ist. So, ich gucke nochmal kurz nach The Flenskin hier, wie es den geht. Das sieht aber ganz gut aus bisher. 60 Mol haben sie noch, 25 Grad, 141 Mol CO2. Ja, er hat natürlich nichts gezogen hier in CO2. Muss er jetzt machen. Er wird jetzt wieder 150 Mol oder sowas aufpusten und dann haben wir wieder genug. Ja. Okay, also wenn wir das Energieproblem gelöst haben, wir haben das H2-Problem gelöst, wir haben das CO2-Problem gelöst. Dann müssen wir jetzt noch lösen, dass wir ganz viel Material brauchen für die ganzen Passiv-Vents, die ganzen Rohre und Kabel. Das heißt, ich werde dann offscreen erstmal losgehen und werde erstmal den ganzen Scheiß besorgen. Eisen, Kupfer, Silizium. Was wir halt so brauchen, ja, dann sparen wir uns die Farmerei. Müssen wir ja dann nicht alle gleichzeitig, oder müssen wir ja nicht alle 10 Folgen jetzt hier farmen, ne, weil das wären ein paar, ein, zwei Stunden Farming. Und dann gucken wir mal, so, jetzt geht Gargantua langsam auf und wir haben schon 1,59 kW. Alter, Falter, ey, die machen schon ordentlich Lack, ja, die Solarzellen. Gucken wir mal, was wir beim Peak nachher haben. Unsere 5 Neuen sind ja auch noch mit da drin. Achso, unsere 5 Neuen, das ist ein gutes Stichwort. Wo ist denn eigentlich unser Stahl hin? 91 Gramm Stahl. Das könnte problematisch werden. Wie viel Glas haben wir denn noch? 12 Stück. Ah, 12 Glas könnten auch zum Problem werden. Gucken wir uns dann an. Oh, wie sieht's aus? Schon 3 kW gehen schon rein. Ah, das ist doch schon geil. Wir müssten mal einen Verbrauchsanzeiger uns noch bauen, dass wir wissen, was so rausgeht. Aber ich glaube, ein KW oder so. Mehr haben wir, glaube ich, nicht. Das geht. Ja, und es muss sich natürlich alles ausgehen nachher, ja. Also es muss dann auch die große Batterieanlage da oben, die muss dann natürlich auch entsprechend funktionieren. Ich muss dann halt nur das Heavy-Kabel umbauen. Wir müssen nicht an die Solarzellen mit dran, sondern wir müssen an die Batterie mit dran. Also mit unserer Batterie an den Ausgang der anderen Batterien. Da, so müssen wir das bauen. Ah, 4 kW. Naja, das sieht doch schon gut aus. Und Gargantua ist noch nicht mal ganz da. Also, schon geil. Da sind sie da oben, unsere Hoshis. Die machen auf jeden Fall mit. Die machen mit. Gucken wir mal. 3,8 kW. Naja, wie gesagt, Gargantua geht ja gerade erst auf. Also, da sind wir noch nicht im absoluten Limit. Und Energie darf kein Problem sein, zu keiner Zeit, weil wir halt große Energiemengen brauchen. Weil wir ja viele Filtrationen am Laufen haben, viele Klimaanlagen am Laufen haben. Also das sollte auf jeden Fall nicht das Problem werden, zukünftig. Also sollte es nicht werden, da oben. Ja. Deswegen sollten wir darauf achten. So, Plastic Sheets haben wir noch 23 Stück. Hier haben wir noch welche. Die
Den Passive entlassen wir mal noch, aber wir müssen jetzt erstmal gucken. Hier haben wir auch noch Steel Sheets. Die können wir hier mal mit denen auf einen Haufen packen. Okay. Das ist der Tracker, den brauchen wir nicht. Achso, hier haben wir noch den Medium Oxygen Filter. Okay, den, das wissen wir ja auch, dass wir den ja später brauchen. Und wir brauchen jetzt erstmal Stahl. Wo ist denn der Stahl? War hier drin, ne? Ja, klar war der da drin. Da ist er. Und wir müssen jetzt erstmal Kit Wall bauen. Wie viel braucht man? Wir brauchen mindestens 5 in eine Richtung, plus 5 auf der anderen sind 10, plus 5 obendrauf sind 15, links und rechts ein Fenster davor, 16, 17. Aber wir haben ja noch die zwei roten, die wir noch mit einbauen müssen, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 Stück brauchen wir. Können wir die noch bauen? Ach, sicher, sicher. So, ein Passive-Vent haben wir, dann brauchen wir noch ein Stück Rohr. Ah, Rohre haben wir bei. Und wir brauchen noch ein Active Vent. Oh, hier haben wir noch Kit Wall. Guck mal. Super. Dann brauchen wir noch ein Active Vent. Wieso habe ich denn so viele Passive Vents? Hatten wir nicht noch irgendwo ein Active Vent? Ja, hier haben wir noch ein Active Vent. Den können wir uns noch klauen. Den braucht sowieso keiner an der Stelle. Den klauen wir uns mal noch. So, damit wir nämlich diesen Raum vakuumieren können. Damit der sich nicht zu doll aufheizt. Ja, die Leute haben mich immer gefragt, so, warum hast du denn den Raum um die Dings vakuumiert, um die Solarzellen? Naja, wenn es heiß wird, dann lehnt sich die Luft da drin aus. Dann fliegen die Scheiben raus, dann sind die Solarzellen kaputt. Also machen wir das Ganze so, dass es eben nicht rausfliegt. So, hier, du kannst mal ausgehen, du nervst. Machen wir mal noch 2 oder 3 Wände extra, würde ich sagen. Ja, machen wir 30 Wände und dann ist gut. Dann ist ja gleich irgendwann Nacht. Ich will mal ganz kurz gucken. 10 kW. Eieiei, ist ordentlich. Noch eine. Vielen Dank. 10 kW haben wir. 10,8 sogar. Oh, es wird sogar noch mehr. Wo steht ein Gargantor? Naja, so, ja, ungefähr. Das ist 11 kW. Gut, gut, gut. Also die machen echt viel Power, ja, auf Vulkan. Also Solar ist auf jeden Fall gut hier. Auf jeden Fall. So, aber ich denke mal, wir werden nicht genug Scheiben haben. Das heißt, wir sollten mal nochmal gucken, wo ist denn unser Silikon... Was ist hier drin? Unser Silikon... Oh. Na, jetzt machen wir hier den Schrank zu. Ich muss unbedingt eine Basis bauen, eine Werkstatt. Wir brauchen echt eine Werkstatt, ja. Das ist nicht gut. Glas-Sheets. Da bauen wir mal noch... boah, keine Ahnung, wie viel wir da bauen. Ein paar. Naja, machen wir auch 30. Wir brauchen, wenn wir 30 Scheiben brauchen, brauchen wir auch 30 Glas-Sheets. Ist geil. Dieser Automatismus ist geil. Aber mein Mikro scheint sich jetzt gefangen zu haben, wie es aussieht. Ich hatte bisher optisch keine Ausfälle. Muss ich mir hinterher im Video angucken, ob ich dann wirklich keine hatte. Oh, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Glassheets haben wir und jetzt brauchen wir natürlich noch Plastiksheets, auch noch 30 Stück. Also brauchen wir noch 7 Plastiksheets. Plastiksheets. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Hammer. So, jetzt gucken wir nochmal bei der vollen Power hier. Jetzt haben wir ja nichts mehr. Warum haben wir jetzt ja nichts mehr? Warum haben wir jetzt keine Ladeleistung mehr? Haben wir nur diesen einen Peak mit den 10 kW? Naja gut, die stehen sich jetzt alle gegenseitig im Weg, ne? Aber ist okay. 10 kW in der Peakleistung, das reicht mir doch. So. Vorausgesetzt ist nicht wieder irgendwas durchgebrannt. Aber 10 kW dürfte eigentlich nichts durchbrennen, weil wir nämlich, ja, da, dicke Kabel dran haben. 500 Grad haben wir immer noch draußen. Also, ja, es wäre natürlich schön, eventuell doch schon mal zu gucken, ob man nicht auch den Stirling-Generator mit betreiben könnte. Aber den muss man halt kühlen, ja. Und das ist halt, oh, so eine energieintensive Sache. Und der Stirling macht nur 8 kW.
Also wäre der Gasmotor wahrscheinlich am besten. Aber auch den muss man kühlen, sonst explodiert der nämlich. Und da weiß ich noch nicht, wie wir das machen wollen. Der muss ja, glaube ich, bei 20 Grad oder so gehalten werden. Das wird, glaube ich, schwierig. Aber da machen wir mal ein Experiment dann, mal in irgendeiner der späteren Folgen. Machen wir da mal ein Experiment, um zu gucken, ob wir das hinkriegen mit dem Gasgenerator. Ja? Der muss ja nicht die ganze Zeit laufen. Das reicht ja, wenn er ein bisschen piekt. So, 300 Grad. Wie sieht es hier drin aus mit dem CO2? Wir gucken mal. Ja, 132 Mol hat er geschafft in der Nacht. Naja, also in der letzten. Jetzt war ja Tag. So, 348. Wir gucken uns gleich nochmal die Tanks an draußen, wie die aussehen. Da wäre natürlich dann schön, dass wenn wir dann später unsere Schaltwarte sozusagen bauen, dass wir da dann auch die ganzen Anzeigen haben. Ja, also muss das wieder ein Netzwerk werden hier, also ohne Trafos quasi. Ja, sonst macht das hier keinen Sinn. So, okay, wir gehen schon mal raus. Fangen schon mal an, hier die Fenster zu bauen um die Solarzellen. Ich habe noch ein bisschen Dings da, um zu gucken, ob irgendeine Solarzelle noch was abgekriegt hat. Aber eigentlich sollten die nichts abgekriegt haben. So. Gucken wir mal. Hey, die sind alle heile. Ja, die haben nichts abgekriegt. Okay. So, die Batterie ist voll. Wie sieht es da drüben aus? Auch voll. Sehr schön. Haben wir noch gar nicht so einen hohen Verbrauch. Gefällt mir. Okay, wir fangen an, Dings zu bauen. Dings, seitdem ich Dings kenne, kann ich die Welt erklären. Ich habe es wieder verkehrt rumgebaut. Sehr schön. Aber nee, das eine lassen wir mal verkehrt rum, weil hier muss nachher der Active Vent rein. Genau, hier muss Active Vent rein, deswegen lassen wir das mal verkehrt rum. Waste Tank Caution. Was? Waste Tank Caution? Wie kann denn der jetzt schon Caution sein? Wollt ihr mich vertüdeln hier oder was? Naja, egal. Oh, da war es gerade. Naja, das mit den Kabeln hier machen wir später noch. Wir müssen das jetzt erstmal einbauen hier, den Scheiß. Ja. Brauchen wir ein bisschen Licht. Oh, dieses Driften, das geht mir auf den Zeiger, ey. Du kannst hier nichts bauen, weil du immer wegdriftest. So, wir sind ja schon fast vorbei mit der Folge. Kümmere ich mich nachher noch um die Verkabelung vom Bus, dass die gesteuert werden. Oh, hier fehlt noch ein Fenster. Achso, nee, fehlt nicht. Das hatte ich doch umgedreht, genau. Because of hier wegen... Alter. Dieses Driften, das ist so anstrengend. So, jetzt sind die schon mal safe hier. Es kann ja nichts mehr passieren. Vorausgesetzt, wir haben hier noch eine Scheibe rein. Und andere Seite hatten wir jetzt alle Scheiben drin, ja? Gucken wir nochmal. Da sehen wir ja dieses komische Warmmuster. Ja. 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 Okay, haben wir.
Alter, was ich an Jetpack verbrauche, das gibt's doch gar nicht, ey. So, nach unten bitte. Oh, warte mal, wir haben hier ein Rohr liegen. Ah, das muss hier hin. So rum, genau. So. Und jetzt hier noch, na, wo packen wir jetzt den hin? Haha, der passt ja hier gar nicht hin. Den können wir da ja nicht hinbauen, weil wegen ist nicht. Aber wir können ihn hier hinbauen. Ha, den bauen wir nicht hier hin. Aber das geht nicht. Ja, warte, wir müssen das anders machen. Nein, das ist das falsche Werkzeug. Wir brauchen das Ding hier. So. Mhm. Ja, so machen wir das. Und jetzt müssen wir mal gucken. Ich könnte ja hier an die Strippe dran eigentlich, theoretisch. Ah, das geht nicht, because of, weil es hier, hier liegt schon Kabel. Naja gut, wenn wir jetzt Kabel generieren, Strom generieren, müsste der ja trotzdem funktionieren. Wo ist denn jetzt hier... Der muss ja jetzt angehen, wenn die hier Strom machen. Dann muss der ja angehen irgendwann. Theoretisch. Nicht wahr? Und dann sollte der das vakuumieren. Okay, so. Jetzt brauchen wir noch unsere Steuerleitung. Und da weiß ich noch nicht, wie wir das machen. Aber die können wir ja hier erstmal zusammenführen, die Steuerleitung. Ja, warte mal. Nicht, warum ich so viel Jetpack verbrauche immer. Oh, wir müssen aufpassen. Okay. Naja, den habe ich jetzt extra so nach oben gezogen, dass ich den besser sehe. Können wir nämlich von hier nachher darüber springen. Ah ne, das ist eigentlich scheiße, so. So ist besser. Das ist hier jetzt eigentlich russisch, aber ja, was soll ich machen? Ja? Ich muss es ja irgendwie machen. Hier können wir ja vielleicht nachher noch eine Struktur drauf bauen, dann sieht das nicht so kacke aus. Das ist hier schon? Nee, eine müssen wir noch. So wird das dann irgendwann sein. Wie gesagt, da kommen ja noch Strukturen runter, denn also Gebäudeteil. Oh nein, was habe ich jetzt gemacht? Und da kommen ja noch Gebäudeteile drunter, dann sieht man die Kabel ja nicht mehr so, wie sie jetzt da scheiße aussehen. Auf jeden Fall haben wir sie erstmal eingepackt und das ist schon mal gut. Gut, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ne? Bis denn. Tschüss.